Oh Mann, ey, ich war etwas zu spät gerade eben. Ich bin gerade noch in der Folgenpause gewesen. Und da kommt hier Kampf abgeschlossen. Da haben die Kollegen vom JTF das alleine gepackt und wir haben gerade noch Belohnung bekommen. Aber witzig. Und wir liegen hier mit dem Gesicht im Schnee. Ey, du blöder Cleaner, hier ist aber noch einer. Warum Einsatz abgeschlossen und erfolgreich? Verstehe ich nicht. Aber erst einmal hallo-seits und willkommen zurück bei The Division. Hast du Faust gerade eingenommen. Eieiei. Im Schnee liegend, Kampf abgeschlossen und Belohnung kassiert. Ah, das ist ein blödes Safehouse, weil es dauert ewig, bis du hier raus bist. Ich muss ewig und drei Tage klettern. Hier zweimal klettern, dann noch ewig rennen und dann nochmal klettern. Naja, ich sollte einfach nicht sterben, ne? Zum Beispiel. Ich hoffe, der Sound ist noch richtig rum. Weniger Munition. Nein, das ist nicht gut. Wieder unter 1000 gerutscht. Dicker Schalldämpfer. Und jetzt haben wir wieder die Vermisstenanzeige da oben offen. Der eigentliche angedachte Einsatz. Agent, wir haben eine wortwörtliche Manifestation negativer Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl sabotiert. Gleichgewicht erfordert Einsicht. Und vielleicht etwas Hilfe auf physischer Ebene. Mhm. Wir müssen einander helfen. Nur so können wir es schaffen. Ah, da liegt noch die Belohnung. Wunderbar. Bitte, ich brauche Essen. Medizin. Braucht der wirklich was? Was? Bitte. Sitzt mit einem halbnackten Arsch auf der Straße, auf der eiskalten. Depp. So, Belohnung einstreichen. ACOG, vierfach. Cool. Ich spüre meine Zehen nicht mehr. Die Kollegen sind noch da. Juppa. Kann man die auch ausschießen? Okay, man kann sie zerschießen. Ah, Agent, hier. Zeig mir den Fall an. Oh. Den Bereich durchsuchen. Wieder zurück? Oder eher hoch? Oder ein Keller? Nö. Ich denke mal eher hoch. Zeigt aber nicht so genau hin. Ja. Oh. Was ist da drin? Wasserdichte Schuhe. Wir legen es einfach gleich mal an. Freche Geländestiefel. Pff. Dann nehmen wir es bloß mit. Erstmal. Ist da im Kühlschrank wieder was? Nee. Aber ein Rucksack. Mit, Kit. Voll. Was ist denn das für ein Symbol? Tasche. Gefunden. Gina Esteban. Akte von Agent. Gina Esteban. Oh, bald Stufe 8. Cool. Hey, was machen Sie da draußen? Die Klappe muss zu. Und die Tür auch. Klappe eigentlich auch, aber ich kann sie auch übertreiben. Toll. Ach, das ist auch da drin. War nicht die Rede von dem Dach? Oh. Hä? Na, aber zum Glück habe ich es noch rechtzeitig mitbekommen. Noch höher.
Kann man hier rein? Ja. Hey, so kann man sich auch die Zeit im Spiel vertreiben. Einfach Türen öffnen, die man hätte gar nicht öffnen müssen. Blumentopf, arme Pflanze. Ein dicker Fernseher. Das ist nicht China. Kobe, eine Kobe-Card. Von Madison. Gestohlen. Sierra-Dienstmarke. Michael Dufresne. Aktueller Status vermisst, Beruf Krankenpfleger, Haftbefehl, Drogenbesitz und Verkauf. Sind das als Streuer? Hobbycard. Club-Sammelkarte. Sammle Stempel ist gratis. Ziemlich abgenutzt. Wow. Krams. Eigentum der Mexico. Nicht zum Verkauf. Drogenproben. Er hat noch Schränke. Wildleder Sneaker. Beige. Das ist beige? Und Arbeitsstiefel grau. Das ist grau? Hier scheint nichts weiter zu sein. Im Bad? Auch nicht. Moment. Ein Brandgeschoss. Super. Also, Michael Dufresne vereinbart ein Treffen mit einem potenziellen Käufer. Da ist noch eine Tasche. Mit einem Explosivgeschoss. Gut, dann sind wir hier durch. Immer noch nicht. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Müssen wir jetzt nochmal einen Kühlschrank? Ah, okay. Eigentlich transportiere ich so ein Zeug nicht. Komm schon, Mann. Wir haben Wasser, Essen und Batterien. Bring mir das Zeug und es gehört dir. Okay, gut. Wir treffen uns wie immer an der 39. West. Dann wissen wir, wo wir hingehen müssen. Upsa. Komm ich. Ach, ich bin ja nach oben. Geht's denn hier lang? Eine dicke Kiste. Laminierter Rucksack. Blau und 24. Oh, schick. Sehr schick. Sowas Feines aber auch. Braucht hier jemand Hilfe? Nee, sieht nicht danach aus. Oh, Straßensperre. Sieht ein bisschen kack aus, das Büro. Ah, das sieht aus wie ein Flur. Hä? Da eine Tür, okay. Was? Entdeckt Times Square? Und Stufe 8. Muss mal kurz wieder gucken. Genau. Hm.
Wenn ich die anlegen will, muss ich halt aufgeben, ne? Und das ist halt kacke. Noch. Der zeigt mir meine blöden Gegner an. Am ehesten gebe ich ihn ab. Mal gucken. Moment, was bezwecken Sie damit? Womit denn? Haben Sie Probleme? Kackst du jetzt vor Freude? Oder du? Schön liebst dein Hundi. Hey, falsche Richtung. Die Ubisoft-Server spielen mit dir. Ah, ist auch verstört. Das Augloch. Was ist denn hier los? Schattenboxen? Hau ab! Ich habe hungrige Kinder! Kommen Sie, Mann. Jeder hat rumzumeckern. So, wir sind praktisch da. Geht's dann die Dark Zone rein? Die sieht so groß abgeriegelt aus. Oh, Gegnerstufe 12. Okay, dann nicht. Hätten wir vorher nachschauen sollen. Der macht sich's gemütlich. Der JTF-Mann. Das stimmt nicht. Die Werbetafeln, sie gehen aus. Genau wie die Bürolichter. Dark Zone. DZ. Ja, Stufe 10 bis 3. Hätte ich mal eher geguckt. Und Kampfstufe 5 bis 9. Machen wir erstmal das, weil gleich 4 Stufen drüber. Ist mir, glaube ich, doch ein Tick zu knackig. Okay, aber hey, sind wir ein klein wenig herumgekommen. Und wir haben 2 Hunde entdeckt. Und einen faulen JTF-Mann, der einfach so im Einkaufswagen liegt. Hosen und Hintern. Upsa. Hey, nicht aggressiv werden. Das rote Haus ist gar nicht rot. Wenn Sie meinen. Carmen Coffee. Wie schön das wieder wird. Die Straßen beleuchten noch an, die ganzen Reklameschilder, na gut, nicht alle. Aber einige sind auch noch an. Zentrale an Garmin District Patrouillen. Brauchen ein Team für Hilfsgüter in der 39. West on Broadway. Vorsicht, Cleaners sind vor Ort. Die schon wieder. Barrow 2, nähern uns Ihrer Position. Ein Kampf mit den Cleaners. Wenn er Dauerfeuer gibt, bin ich halt sehr anfällig, aber sobald ich ihn einmal treffe, macht er erstmal eine Pause. Na komm schon. Ich hab keine Ahnung. Kann ich ihn locken? Ja! Na, ich pass schon auf. Kann man dem auch die Kackdeckung gänzlich zerschießen? Yeah. Noch mehr Gegner. Warnung, Feindkräfte nähern sich. New York arbeitet nicht in diesem Gebiet. Seien Sie vorsichtig. Nein, 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 nein. Oh, hier geblieben. Ja? Nicht auf uns schießen. Wie sieht's denn eigentlich mit Friendly Fire aus? Scheint jetzt nicht so groß zu kratzen, oder? Ja, Kollegen. Vorsicht, Junge, von links kommt was. Hallo. Jetzt nicht nach hinten gehen, ja? Oh, oh. Ah, hier ist ein Dark Zone-Helikopter. Haben wir es jetzt? Nee, noch 45 Sekunden. Das folgende Gebiet ist extrem unsicher. Ja, Dark Zone-Lautsprecher. Allein oder unbewaffnet.
Geh mal lieber in Deckung. Am Ende endet das noch böse. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ein Feuerwerk am Times Square. Ja, lass fallen. Ich muss da hingucken, das sieht einfach so toll aus. Also wenn Explosionen sind, dann muss ich immer hingucken. Das sieht meistens so toll aus. Ich bin halt uncool und guck halt nicht hin. Gut, in einem Satz hätten wir. Und hier soll noch was liegen, laut Cutter und laut Lichtsäule. Das nimmt kein Ende. Ein Werkzeug, deswegen grün, okay. Und hier haben wir ein Medkit. Und ein Tracking-Schoner. Hier hinten soll auch noch was liegen. Ach ja, sind wir schon voll und da hinten auch. Sieht schon cool aus. Ausrüstung der Stufe 3 ist das Betreten streng verboten. Brandgeschoss, Scharfschützen, Gewehrmunition. Hohoho. Gehen wir auch noch rein, aber nicht jetzt. Oh, da ist ein Fallschirm auf dem Baum. Wo gehe ich als nächstes hin? Das Grüne da oder ist das zu weit weg? Ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst zur Hilfe? Was Grünes, Stufe. Das ist halt unser aktuelles Gebiet, also werden die wohl auch so sein. Das stimmt nicht. Und hier oben ist halt 10 bis 13. Ich glaub, dann machen wir erstmal hier unten sauber. 14 bis 15, 10 bis 13. Dark Zone Stufe 30, und hier fängt man halt so an. Okay. Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst's Ground Zero sein. Wir brauchen einen nicht mutierten Stamm des ursprünglichen Virus für einen Vergleich mit den Mutationen bei unseren Patienten. Und den finden wir nur auf den originalen Dollarscheinen mit dem Originalvirus. Was bedeutet, Sie müssen rüber zu Abels und so viele kontaminierte Geldscheine wie möglich herbringen? Yeah, Geldscheine herbringen. Sieht aber interessant aus, das Lila da. Ach, geöffnet. 24 Stunden lang. Hallo, Hundi. Da ist schon wieder die Dark Zone. Das sieht toll aus. Das ist also das Abels. Wow, schick gemacht. Also was man... Gut, die Amerikaner übertreiben es gerne mal mit... Was ist das denn? Ach nicht, ich dachte, da kann man draufklettern. Die übertreiben zwar gerne mit der ganzen Beleuchtung an Häusern. Manche, viele. Aber sowas ist einfach schick. Schick, schick, schick. Broadway Warenhouse. Ah, das sind die kleinen Bäumchen, die auch auf dem Café Dostojewski drauf sind. Also die Lichterketten sehen so aus. Bei Rainbow Six Siege. Okay, Agent. Sie suchen die Geldscheine, mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat. Wir wissen, dass er viel über Abels in Umlauf gebracht hat. Oh, der schöne Baum. Mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben. Und Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren Flüchtlingslager, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff aufgeben. Also, dass das klar ist, kein Druck. Kein Druck. Hier verstecken sich viele. Das reinste Seuchen ist. Du weißt, was zu tun ist. Oh, der schöne Baum. Oh, sieht aber schick aus hier drin. Wenn denn alles auch schick noch wäre. Die brennen halt alles nieder, die Schweine. Ist irgendwo ein Radio an? Ich finde es auf jeden Fall toll, dass der Sound gerade richtig rum ist. Vielen Dank, Ubisoft. Nun gut, dann mache ich aber erstmal eine kleine Pause. Weil mitten im Kampf dann wieder Pause machen ist etwas blöd. Verstehe ich echt nicht, warum man hier nicht einfach mal per Escape ins Pausenmenü gehen kann. Warum man das nicht eingebaut hat. Aber egal, ist nicht mehr zu ändern. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.